Die fahrbare Liege wurde neben den OP-Tisch gerollt und arretiert. Das leise Klicken drang in sein Bewusstsein und weckte ihn. Instinktiv begriff er, dass das helle, gleißende Licht über ihm nichts mit dem Licht zu tun hatte, von dem Nahtoderfahrene manchmal zu berichten wussten. Er spürte keine Angst, trotz der seltsamen Gewissheit, dass er das, was in diesem Augenblick mit ihm passierte, nie jemandem würde erzählen können. Valium und Tsuchi hörte er links neben sich, laufen ein, eine Frauenstimme von rechts. Gut, dann intubieren wir in 5 Minuten. Die Tests? 1,87 Meter groß, 78 Kilo schwer, 24 Jahre alt, gesund, Sportler. Blutgruppe 0, keine Tumormarker, kein HIV, keine Entzündungen, kein Hepatitis. Gewebemerkmale wie gewünscht, CT und Angiografie zeigen alle Organe regelrecht. Einen kurzen Moment wehrte er sich gegen die Benebelung durch die sedierenden Medikamente und suchte vergeblich nach einer Erklärung, warum er hier lag. Sein Leben war harmonisch. Er hatte gerade geheiratet, sie erwarteten ihr erstes Kind, seine Freunde mochten ihn. Niemand wollte ihm Böses. Dann wurde sein Mund geöffnet und mit einer Spange versehen. Er spürte einen kurzen Würgereiz. Plötzlich empfand er eine angenehme Schwerelosigkeit. Weiter bebeuteln, Gesicht abdecken, waren die letzten Worte, die er hörte. Die folgenden Kontraktionen und Zuckungen nahm er schon nicht mehr wahr. Er folgte die komplette Erschlaffung und Lähmung seiner gesamten Skelettmuskulatur, aber der Hautschnitt von der Symphuse bis zum rechten Rippenbogen erregte seine peripheren Nervenzellen. Doch der elektrische Impuls drang nicht mehr in sein Gehirn vor, das gerade für immer ausgelöscht wurde. Eine explantierte Leiche, festgefroren im Uferschlamm des Rheins, wird gefunden. Kommissarin Lia beginnt zu ermitteln. Ihr Feind ist die Mafia, die Organmafia. Eine geheime Polizeieinheit ist dieser Mafia schon lange auf der Spur und sie rekrutieren Lia noch bevor diese ahnt, dass diese Einheit bereit ist, alles zu tun, um die Mafia zu stoppen. Und das heißt wirklich alles. Eine Idee davon bekommt sie, als sie mit ihrem neuen Chef Isaac in ein Haus einbricht, um Beweise zu sichern. Sie erreichten das leerstehende Haus, in dem erst gestern dieser schreckliche Mord geschehen war. Ein Luftzug entstand. Irgendwo im Haus musste ein Fenster offen stehen. Isaac ließ die Tür einen winzigen Spalt auf. Lia wollte ihm folgen, aber Isaac drückte ihren Arm nach unten und wies auf den Sessel neben der Tür. Mit einer Geste gab er ihr zu verstehen, dass sie sich dorthin kauern sollte und legte seinen Zeigefinger auf ihre Lippen. Dann verschwand er in der Dunkelheit. Lia drückte ihre Stirn auf die Knie, die sie mit den Armen umschloss, und konzentrierte sich ausschließlich aufs Hören. Plötzlich legte Isaac ihr seine Hand auf die Schulter. Sie schrak zusammen. Offenbar war die Gefahr vorüber und sie konnten das Haus jetzt durchsuchen. Lia schlich durch den Flur in den Wohnraum. Zielstrebig arbeitete sie sich durch die Regale, nahm Bilder aus den Fotoalben, Reiseunterlagen aus dem Schubfach in der Küche, Postkarten aus Thailand löste sie aus dem Magneten an der Kühlschranktür. Der Geruch nach kaltem Zigarettenrauch wurde stärker. Lia folgte ihm in einen Nebenraum. Ihr Atem setzte einen Moment aus. Auf dem Boden lag ein Mann. Sie kniete sich neben ihn, wollte seinen Kopf heben, der schlenkernd zur Seite fiel, wie es nur bei Leichen mit Genickbruch der Fall ist. Ihr Magen krampfte sich schmerzhaft zusammen. In ihrem Kopf explodierte der Gedanke, dass Isaac diesem Mann, der noch warm war, tatsächlich das Genick gebrochen hatte. Sie widerstand dem Drang zu schreien, dem Impuls wegzulaufen nicht. Lias Entsetzen darüber, was diese geheime Polizeiorganisation alles bereit ist zu tun, ist groß. Aber dieses Alles hat noch eine weitreichendere Dimension, die sie noch schmerzlich erfahren wird.